dass ihr heute wieder zahlreich entschieden seid, um mit uns für den Erhalt der Förderschule zu kämpfen. Wir haben heute jemand aus einem Landtagsabgeordneten hier, der sich gerne mit den Kindern oder die Gespräche von den Kindern anhören möchte und für Fragen zur Verfügung steht. Oh. Da ja die Kinder einen Wunsch geäußert haben, den wir natürlich aus vollem Herzen erfüllen möchten, liebe Kinder, dürft ihr heute ganz viel reden. Das Mikrofon gehört dann ab jetzt euch. Also hallo, für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Nancy Stavenow und bin Schülerin der Klasse 10BR in der Janosch-Kortak-Schule Wolgast. Und ich habe euch ein paar Worte zu sagen oder so. Also, jedes Kind kommt mit unterschiedlichen Voraussetzungen zu uns ins Haus. Das heißt, dass wir jedes Kind dort abholen, wo es steht. Jeder ist ein eigenes Individuum mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Ängsten und Auffassungen. Janosch Korczak, sein Prinzip war, dass Kinder selbstständige Individuen sind als kompetente Wesen gesehen werden. Er sprach den Kindern das Recht auf Mitsprache zu, auf eigene Gedanken und Geheimnisse. Wir Kinder sind vollständige Menschen, die ein Recht auf Stimme haben. Und heute sind wir hier und laut und sagen, es ist okay, etwas nicht zu können, aber es ist nicht okay, etwas nicht zu versuchen. Lass die Förderschulen in Ruhe. Wir hätten ein paar Fragen. Warum soll eigentlich überhaupt die Förderschule geschlossen werden? Ja, vielen Dank. So, ich hoffe, ich bin auch zu hören. Vielen Dank für die Fragen. Also ich bin Enrico Schuld, ich bin Landtagsabgeordneter. Nur noch mal zur Klarstellung. Ich bin auch heute hier, um euch zu unterstützen. Wenn ich was zu sagen hätte, würde die Förderschule in Wolgast nicht geschlossen werden. Aber ja, es ist leider immer so eine Entscheidung der Mehrheit, die dort entscheidet. Ich bin Mitglied im Bildungsausschuss in Schwerin und deshalb möchte ich heute, wie gesagt, einige Anregungen mitnehmen und einige Argumente mitnehmen, um gerade Frau Oldenburg, unsere Bildungsministerin, zu überzeugen, dass es natürlich ein großer Fehler ist, die Förderschulen zu schließen. Die Förderschulen haben über viele Jahre hinweg überzeugt, wir haben kleine Klassen, wir haben gut ausgebildete Lehrer und zum jetzigen Zeitpunkt die Förderschulen zu schließen und die Schüler euch an die regionalen Schulen zu schicken, ist der falsche Weg. Insofern habt ihr mich an eurer Seite und ich hoffe, dass ihr weitermacht, dass Sie auch diese Kinder unterstützen, dass die Eltern sich vernetzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn man kann in der Politik tatsächlich was verändern. Man muss aber, wie gesagt, viele Leute dazu auf die Straße bringen. Und man muss die Medien einschalten. Man muss sozusagen sich Gehör verschaffen. Denn die Schließung der Förderschule ist ja irgendwie auch so klammheimlich durchgerutscht. 2019 Schulgesetz. Aber ich merke schon, ich rede schon wieder viel zu viel. Stellt gerne die nächste Frage. Das ist ganz stark, dass Sie selbst meinen, dass die Förderschulen ihre Berechtigung haben. Was können Sie speziell tun als Landtagsabgeordneter, um das zu unterstützen? Beziehungsweise, ich gehe davon aus, Sie haben sich vorgestellt, welcher Fraktion gehören Sie an? In der AfD-Fraktion. Okay. Okay. Nein! Was können Sie denn tatsächlich tun, um die Schule zu erhalten? Ja, warten Sie mal, Herr Schulz. Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich habe jetzt nicht gesagt, in welcher Fraktion ich bin, weil ich meine, dass das ganz wichtiges Anliegen ist, ein ganz wichtiges Ansinnen und das darf jetzt nicht irgendwie parteipolitisch benutzt werden. Insofern stehe ich hier als Landtagsabgeordneter und als Mitglied im Bildungsausschuss. Also ich habe mit der Sache zu tun, seit anderthalb Jahren bin ich Landtagsabgeordneter und glauben Sie mir, wir haben schon einige Initiativen gestartet.
In 2 Wochen wird diese Sache Mitglied oder auf der Tagesordnung im Bildungsausschuss stehen. Ich habe dafür gesorgt, dass im Bildungsausschuss, da sitzen alle anderen Fraktionen, da sitzt Frau Oldenburg, da sitzt der Staatssekretär, alle sitzen da am Tisch. Und wir haben natürlich die Rückmeldung von den Eltern, wir haben die Rückmeldung von den Schülern, wir haben die Rückmeldung von den Lehrern im Übrigen auch. Das muss man ja auch ganz klar so sagen, dass viele Lehrer da überhaupt nicht mit zufrieden sind mit der Inklusionsstrategie des Landes, den sogenannten Inklusionsfrieden. Und glauben Sie mir, warum muss man einen Frieden schließen, wenn alles in Butter ist? Also da sieht man doch schon, da ist doch schon einiges im Argen, aber man will die Realität nicht anerkennen. Und ich will noch mal kurz zur Historie einiges sagen. 2019 wurde das Schulgesetz geändert. Dann gab es diverse kritische Stimmen, man musste sich einigen, den sogenannten Inklusionsfrieden schließen. Dann hat man sich darauf geeinigt, okay, man zieht diese Inklusionsstrategie. 2027 werden die Förderschulen Lernen geschlossen. Aber wir sehen doch jetzt, dass gerade die Situation in den letzten Monaten, der Lehrermangel, der ja offenkundig ist, die Corona-Defizite, unsere Schüler leiden darunter, dass sie auch keinen Präsenzunterricht hatten. Und dann eben die ukrainischen Kinder müssen auch beschult werden, was richtig ist, ganz keine Frage, es ist richtig. Aber das würde unsere Schulen überlasten. Und wir würden jetzt gut funktionierende Förderschulen, Förderschule Lernen, würden wir jetzt schließen und wir würden die Kinder in die Regionalschulen schicken, in die Regelschulen. Aber diese Regionalschulen sind ja auch schon voll. Also da sitzen ja auch 25 bis 30 Kinder, dann haben die wenige Lehrer dort. Und glauben Sie mir, das, was man damit eigentlich erreichen möchte, dass die Förderschüler nicht diskriminiert wird, genau das Gegenteil wird nicht passieren. Man geht wahrscheinlich unter im großen Klassenverband und das darf eben nicht passieren. Deshalb ist es so wichtig, dass man nach außen hin dieses Zeichen setzt, diese Botschaft setzt und nochmal auf die Frage zu kommen. Die Dame ist jetzt nicht mehr doch da vorne. Nur mal auf Ihre Frage zurückzukommen. Alleine kann man natürlich nichts machen. Deshalb ist es wichtig, sich zu vernetzen, die Eltern mit ins Boot zu holen und schreiben Sie Ihre Landtagsabgeordneten an, sprechen Sie Ihre Kommunalvertreter an. Beim Bürgermeister waren Sie schon, habe ich gesehen. Das ist der richtige Weg. Die wissen alle, dass es falsch ist, die Förderschulen zu schließen bis 2027. Das wissen die. Wir haben keine Lehrer, wir haben gar keine Räumlichkeiten, um die an der Regionalschule zu unterrichten. Aber es ist irgendwann mal entschieden worden in der Politik 2019 und jetzt hält man stur an diesem Entschluss fest. Der ist falsch. Und deshalb ist es gut und richtig, dass, wie gesagt, werden Sie mehr, vernetzen Sie sich und mich haben Sie da an Ihrer Seite, wenngleich ich natürlich Oppositionspolitiker bin. Aber auch da kann man einiges bewirken. Also ich lege gerade noch, wollte noch eine Frage stellen, sonst würde ich ganz kurz nochmal aus einem Beispiel berichten. Ich war vor kurzem, habe mir das Landesförderzentrum Hören in Güstrow angeschaut. Förderzentrum, also wie gesagt, auch eine Förderschule, wo Kinder sind mit Hörbeeinträchtigung. Da habe ich mir das angeschaut, bei der Schulleiterin haben wir einen Termin gemacht und die war auch sehr, sehr aufgeschlossen und hat uns berichtet, dieses Förderzentrum soll nicht geschlossen werden. Aber sie sagte, dass eben von diesem Förderzentrum natürlich auch Kinder auf die Regelschulen wechseln, auf die Regionalschulen wechseln, weil die Eltern das mal versuchen wollen. Aber hier kommen auch ganz viele Kinder wieder zurück. Und das Problem haben wir dann ja hier, wenn die Förderschule einmal geschlossen ist, dann geht es nicht zurück. Wohin will man zurückgehen? Und das ist ja das, was wir fordern, dass wir sagen, gerne können die Eltern sagen, ich will es mal an der Regionalschule versuchen oder an der Regelschule. Aber glauben Sie mir, viele Eltern würden für ihr Kind sehen die Förderschule als die ideale und den idealen Unterrichtsort an. Deshalb ist es wichtig, die Förderschulen nicht zu schließen. Die Eltern mögen das entscheiden. Das wird im Übrigen in Baden-Württemberg so praktiziert. Die Eltern müssen das entscheiden oder können das entscheiden. Aber ich gehe davon aus, dass ganz viele Eltern sagen, nö, lass mein Kind mal auf der Förderschule. Da gibt es kleine Klassen, da gibt es super ausgebildete Lehrer, Förderschullehrer. Die haben, wie gesagt, Erfahrung in dem Bereich und das würden ganz viele nutzen. Und ein letzter Punkt noch. Schulpolitik ist Landespolitik. Also man muss nicht nach Europa schauen, man muss auch nicht in andere Bundesländer schauen, auch wenn ich das Beispiel Baden-Württemberg gerade gemacht habe. Wenn im Landtag eine Mehrheit dafür vorhanden ist, diese Inklusionsstrategie sozusagen aufzuweichen oder zu hinterfragen oder eventuell diesen Zeitstrahl noch nach hinten zu verschieben, da würde er uns ja schon allen mit geholfen, dann könnte man das sofort machen. Lassen Sie sich nicht erzählen, das ist alles schon in trockenen Tüchern und in Stein gemeißelt. Man könnte, wenn der Wille da ist, könnte man das tatsächlich machen, könnte man das umsetzen. Und deshalb ist es gut, dass Sie frühzeitig angefangen haben, hier darauf hinzuweisen. Deshalb ist es gut, dass die Kinder mit im Boot sind. Ich habe ja das Video gesehen vom letzten Wochenende, glaube ich, war das, wie Sie beim Bürgermeister waren. Und genauso muss es weitergehen. Man muss sich vernetzen und wie gesagt, dann sehe ich gute Chancen, dass man hier vielleicht noch eine Veränderung hinbekommt. Und das ist uns allen zu wünschen. Noch mal eine Frage.
Es war ja schon die Rede, dass es früher die Förderschulen ja auch schon geschlossen werden sollen. Aber jetzt ist ja richtig beschlossen, dass die Förderschulen ja geschlossen werden sollen. Und ja, ich verstehe das ja jetzt nicht, weil war früher schon die Rede davon. Deswegen wundere ich mich auch gerade, warum es jetzt auf einmal passiert. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist tatsächlich so. 2019 wurde darüber beraten, die Förderschulen zu schließen. Dann hat man, wie sagte, sich nicht einigen können. Man hat gemerkt, oh, das funktioniert alles nicht so gut. Dann hat man den Zeitstrahl auf 2023 verlegt. So, dann ist es aber so eben gekommen, das ist 2019 aber schon festgelegt worden, Entschuldigung, 2019 festgelegt worden, dass man sich da völlig übernommen hat. Und dann hat man 2019 bereits festgelegt, 2027 werden die Förderschulen Sprache, die sind ja schon zum Teil geschlossen, und Förderschulen Lernen werden geschlossen, 2019 schon. Aber wir haben jetzt eine ganz andere Situation. Wir haben ja das, wie ich schon sagte, und der Zeitplan ist jetzt nicht mehr einzuhalten oder es ist, wie gesagt, auch viel zu kurzfristig gedacht. Aber viele Eltern bemerken das jetzt erst. Jetzt werden die Schulentwicklungspläne in den Kreistagen beschlossen. Und glauben Sie mir, ich habe die ja studiert, diese Schulentwicklungspläne. Da müssen sich die Schulen äußern dazu, was halten sie von der Inklusionsstrategie. Sie lesen immer wieder, wir haben nicht genug Räume, wir haben nicht genug Lehrpersonal. Das lesen sie immer wieder in diesen Schulentwicklungsplänen. Und deshalb hat man einfach die Möglichkeit, jetzt auch schwarz auf weiß die Rückmeldung aus der Schule zu sehen. Und mit diesen neuen Erkenntnissen muss das Bildungsministerium jetzt handeln, muss der Landtag handeln, muss der Bildungsausschuss handeln. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Aber ich sehe, da ist noch eine Frage. Bitte. Sie merken ja, dass Sie hier allen aus dem Herzen sprechen. Ne? Aber ich frage mich, wenn... Nicht daran. Es ist ja so offensichtlich alles und wir sprechen hier wirklich allen aus dem Herzen. Ich denke mal, die im Landtag sitzen und die so beschließen, sind falsch auf dem Platz. Es kann doch nicht sein, dass die Bürger Geld mit der Politik verdienen, die für uns da sein sollen, die für die Kinder da sein sollen, die sind es nicht. Das kann doch nicht sein, oder? Die sind einfach falsch dort. Die sollen den Posten niederlegen und die Kinder vernünftig erziehen, eine schulische Bildung bieten. Das ist ja genauso, wenn man jetzt sagt, so wie Sie gesagt haben, die Kinder, die dann in die gemeinsamen Schulen reinkommen, die werden diskriminiert, weil sie werden die Blöden sein. Sie werden als Blöde verkauft werden dann nachher. Und da gucken die zu, tut mir leid, die sind dort falsch auf Platz. Bleiben Sie, holen Sie solche nach, wie Sie sind, aber die anderen bitte raus dort. Ja, vielen Dank für das Lob. Das habe ich natürlich, das ging ja runter wie Öl. Aber es ist leider, in der Politik ist es so, in der Politik entscheiden Mehrheiten. Und glauben Sie mir, der ein oder andere Politiker, der da sitzt, der möchte in 5 Jahren wieder da sitzen. Und wenn er jetzt, ja, und wenn er jetzt vielleicht mal die Wahrheit spricht gegenüber seiner Partei oder gegenüber seinem Fraktionschef, dann sitzt er in 5 Jahren nicht mehr da. Und das ist ja das Dilemma, was ja grundsätzlich auch in der Politik vorherrscht, wird der eine oder andere vielleicht so sehen, dass ja die Abgeordneten zum Teil abhängig von ihren Parteien sind. Das ist auch eine falsche Entwicklung, das muss man ganz klar so konstatieren. Aber ich habe vorhin in einem Gespräch gehört, dass ja auch der SPD-Abgeordnete, der direkt gewählte Abgeordnete, ja sogar eingeladen war zur heutigen Veranstaltung. Er kam aber nicht. Angeblich konkurrierende Termine und so weiter. Aber das zeigt ja auch, dass man gar nicht bereit ist, in einen Diskurs zu treten. Das, wie gesagt, Sie haben ja hier die Argumente. Sie haben ja tatsächlich die Argumente auf Ihrer Seite. Und es ist ja mit gesundem Menschenverstand ja auch gar nicht zu erklären, warum macht man das jetzt? Nur weil es 2019 vor 4 Jahren einmal beschlossen wurde, naja, mein Gott, wir sind alle menschlich, wir können sehen, okay, es sind neue Erkenntnisse sind eingetreten, eine neue Situation. Man kann diese Inklusionsstrategie natürlich nochmal wieder zeitlich schieben eventuell, aber grundsätzlich hinterfragen. Und die Dame fragte mich ja, was ich persönlich mache. Ich habe vor 2 Monaten einen Antrag haben wir eingebracht in den Landtag, wo es genau darum ging, diese Inklusionsstrategie des Landes einfach nur kritisch zu hinterfragen, zu sagen, Leute, sage ich ja nicht, sind ja Kollegen, ich sage, werte Kollegen, wir haben jetzt die Rückmeldung aus den Schulentwicklungsplänen, von den Schulen, von den Eltern, von den Kindern, wir können da einfach nicht mehr so weitermachen. Wir müssen uns an den Tisch setzen und müssen uns hinterfragen. Jetzt wurde abgelehnt von allen anderen Parteien. So, und das ist ja auch so ignorant zu sagen, es existieren Probleme, aber man ignoriert die und man sagt, nee, da haben wir jetzt einmal, haben wir uns dafür entschlossen und entschieden, wir machen das jetzt so weiter. Deshalb nochmal und mein Appell.
an Sie. Sprechen Sie wirklich alle Abgeordneten an, alle Parteien. Gerne auch eine Podiumsdiskussion. Beziehen Sie die Presse mit ein, die Medien mit ein. Bitten Sie um deren Hilfe, dass Sie über dieses wichtige Anliegen berichten. Und auch wirklich CDU, SPD, alle Parlamentarier, die für diesen Bereich zuständig sind. Auch die Kommunalpolitiker mit einbeziehen. Weil man kann die Politik ändern, man muss aber eine breite Wirkung entfalten und entfachen. Und der Bürgermeister, ich hatte das ja gesehen in dem Video, der war ja auch nicht ganz so überzeugt von dieser ganzen Angelegenheit. Aber er ist auch ein kleiner Baustein in diesem großen Puzzle. Aber auch den muss man immer wieder bearbeiten, denn man hat die Möglichkeiten. Und lassen Sie sich nicht davon beschwichtigen, ja, ich werde mich mal mit der Bildungsministerin Frau Oldenburg zusammensetzen, darauf können Sie nicht bauen, das ist geschenkt. Lassen Sie den Protest weitergehen und wie gesagt, holen Sie andere mit ins Boot und vernetzen Sie sich, bitte. Also ich persönlich glaube, dass die Schließung der Förderschulen ein gezieltes Programm ist zur Volksverblödung. Das ist einfach so. Es findet ja seit über 30 Jahren statt. Ich habe das mehrmals schon gesagt. Ich bin der Meinung, dass dieses Problem von unten gelöst werden muss. Der Bürgermeister, der Landrat, alles schiebt man auf die Schweriner Politik. Da ist die einzige Partei, ist die AfD, die auf unserer Seite steht und der Rest, der taucht hier gar nicht auf. Das interessiert die auch gar nicht, weil die unserer Bundesregierung in den Arsch kriechen, um in Schwerin ihre Posten zu behalten. Beim Gespräch mit dem Bürgermeister ist er eigentlich ganz klar rausgekommen, wenn der Bürgermeister an dem Tag zu den Kindern sagt, lasst euch nicht politisch von irgendeinem anderen. Ein vernünftiger Bürgermeister, dem muss das scheißegal sein, wer auf der Seite der Kinder steht. Hauptsache das Problem für die Kinder kann gelöst werden. Wo leben wir hier? Ja, ich möchte darauf nochmal drauf eingehen, aber glauben Sie mir, es ist wirklich wichtig, das parteipolitisch neutral zu halten. Ich bin ja nun hier, wie gesagt, als einziger Landtagsabgeordneter, als Bildungspolitiker. Vielleicht kommen beim nächsten Mal auch andere, ich würde mich freuen. Aber dass man wirklich, um das nicht zu gefährden, um diesen Erfolg der Aktion nicht zu gefährden, dass man sich nicht irgendwie auf eine Seite ziehen lässt. Insofern versuchen Sie, alle einzuladen, versuchen Sie, Podiumsdiskussionen zu machen, versuchen Sie, die an einen Tisch zu bekommen, versuchen Sie auch, oder schreiben Sie Briefe. Die anderen Schulen müssen mit ins Boot geholt werden, die Schülerräte oder der Landeselternrat vielleicht, der Kreiselternrat, das sind alles Ansprechpartner, die haben ein großes Gewicht auch auf die Landesregierung und auch aufs Bildungsministerium. Schreiben Sie Briefe ans Bildungsministerium, aber das ist wichtig, dass das eben von Ihnen selbst kommt. Ich bin heute hier, um mir einen Eindruck zu verschaffen, ich bin hier, um wie gesagt, meine Unterstützung anzubieten. Nun bin ich eben Oppositionspolitiker, wollte ich gar nicht sagen, ist schon rausgekommen, aber nicht dramatisch, dennoch... Es besteht jetzt noch die Chance, wirklich was zu verändern. Und Sie sind die Ersten, die jetzt losmarschieren und sagen, jetzt, uns reicht es so, wir machen das nicht mehr mit. Im gesamten Land, 35, 36 Förderschulen stehen zur Disposition, sollen geschlossen werden. Na, die sehen das alle so, oder viele von denen sehen das auch so. Und ein Punkt, den ich ja noch deutlich sagen möchte, holen Sie sich auch die Regionalschulen mit ins Boot. Weil was wird passieren, wenn die Förderschulen an die Regionalschulen kommen, an die Realschulen? Dann sitzen 4 Förderschüler vielleicht oder 5 Förderschüler in einer Klasse mit 30 anderen Schülern. Naja, und auch diese 30 anderen Schüler können ja dann nicht dementsprechend gefordert werden. Weil der Lehrer muss sich dann ja auch intensiver um die Förderschüler kümmern. Kriegen zwar einen Lernbegleiter an die Seite gesetzt. So, und das heißt, auch die anderen Schüler, das ist nicht in deren Sinne, die Förderschulen zu schließen und die Förderschüler jetzt alle dorthin zu schicken. Deshalb holen Sie sich auch die Regionalschulen mit ins Boot. Wir haben gut gehende Förderschulen. Das hat sich über viele Jahre, Jahrzehnte bewährt. Und das hat auch selbst das Bundesverfassungsgericht 1997 festgestellt, dass ein Förderschüler nicht diskriminiert wird in der Schule. Im Gegenteil, da wird er sehr gut geschult und dort wird er gut unterrichtet. Was immer gesagt wird, die UN-Behindertenrechtskonvention, wird ja gesagt, jetzt müssen alle Förderschüler müssen jetzt an die normalen Schulen. Das ist totaler Quatsch. Es bezieht sich darauf, auf Länder, wo behinderte Kinder gar keine Schulbildung haben. Aber in Deutschland waren benachteiligte Kinder, eingeschränkte Kinder, Kinder mit Lerndefiziten, hatten schon immer eine gute Beschulung, das waren die Förderschulen. Und deshalb lassen Sie sich jetzt da nicht ins Boxhorn jagen und bleiben Sie standhaft. Ich werde auf jeden Fall für Sie da Unterstützung bereithalten. Dankeschön. Danke, dass die AfD wenigstens.
ja, jetzt kommen halt ein paar Gründe, warum die Schule eigentlich gar nicht geschlossen werden soll. Wir lieben unsere Schule, so wie sie ist. Es ist egal, was andere sagen. Ich mach hier mit, weil ich die Schule helfen möchte. Weil ich die Schule liebe. Deswegen stehe ich hier vorne und rede gerade. So, aber daran liegt es ja, dass... es liegt jetzt gerade daran, weil es gibt Leute, die halt hier nicht richtig, also man soll halt die Eltern oder Beziehungsberechtigte fragen, warum. Also sie werden ja gefragt, also sie wissen von ja alles Bescheid, vorher, was wir wissen. So, deswegen haben wir auch Fragen gestellt, aber wir mögen unsere Schule so, wie sie ist. Und ich hoffe, dass sie nicht geschlossen wird, weil wir mögen unsere Schule. Wir machen coole Projekte und alles. So, deswegen wollte ich nur noch darauf kommen, dass wir unsere Schule lieben und dass sie nicht geschlossen werden soll. Schon bei. Liebe Schüler, auch wir haben noch ein Zitat an euch. Träume können wahr werden. Alle Träume können wahr werden, wenn wir nur den Mut haben, ihnen auch zu folgen. Da wir heute eine längere Strecke gehen, ich hoffe, dass das Wetter jetzt noch ein bisschen mitspielt, dass die Kinder nicht ganz so nass werden, möchte ich noch einen Hinweis richten. In der Baustraße gibt es ja das Altenheim. Da möchten wir doch ein bisschen leiser sein. Oder leiser trommeln, genau. So, damit würden wir dann gerne den Aufzug starten.